Lange war die Partnerschaft von Russland mit China vor allem durch den Handel geprägt. Russlands Präsident Putin und Chinas Ministerpräsident Xi Jinping hatten noch Anfang Februar einen umfangreichen Vertrag über russische Erdgasexporte vereinbart. Während sich China zu Beginn des Krieges in der Ukraine zurückhaltend zeigte, ist mittlerweile klar, Russlands Angriff auf die Ukraine ist für China kein Grund, von der Partnerschaft abzurücken. Im Gegenteil. Das chinesische Staatsfernsehen berichtet vom Telefonat, in dem Chinas Außenminister Wang Yi seinen russischen Amtskollegen Lavrov hier bei einem Treffen vor 3 Wochen in Peking unterstütze. Russland habe berechtigte Sicherheitsinteressen in der Ukraine. China übt den politischen Schulterschluss mit Russland, mit dem es seit Jahren auch militärisch kooperiert, so Beobachter. Doch das habe Grenzen. Wir haben aber keinerlei militärisches Bündnis zwischen den beiden. Es gibt nicht den Bündnisfall, der ausgerufen werden kann. Und ich glaube auch nicht, dass wir in irgendeiner Form chinesische Truppen sehen, die jetzt in der Ukraine zur Hilfe eilen werden, um die russischen Partner zu unterstützen. Ansonsten stellt sich die kommunistische Führung in Peking demonstrativ an die Seite Moskaus gegen die NATO und den Westen und kanzelt ausländische Journalisten ab. Sie verwenden eine typische Fragemethode der westlichen Medien, in denen sie das Wort Invasion verwenden. China beobachtet die jüngste Situation genau. Wir fordern alle Seiten auf, Zurückhaltung zu üben, damit die Situation nicht außer Kontrolle gerät. Zu dieser Zeit war der russische Angriff schon seit Stunden in vollem Gange. Beim Treffen von Xi Jinping und Wladimir Putin Anfang des Monats hatten sie ihre Kooperation vertieft. Mit neuen Gaslieferzusagen Russlands an China und der Bekundung, einander noch stärker zu unterstützen. Beide teilen eins, die Rivalität gegen die USA. Pekings Führung scheint auch daher Russlands Krieg gegen die Ukraine billigend in Kauf zu nehmen.